Und den Reigen der Gesundheitssprecher bzw. Sprecherinnen setzt nun Eva Mückstein von den Grünen fort. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Frau Ministerin. Wir sind vorhin schon von der FPÖ kritisiert worden, also Steigbügelhalter für dieses Gesetz. Wir stehen dazu. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass dieses Gesundheit- und Krankenpflegegesetz jetzt in Kraft tritt und beschlossen wird. Diese Novelle bringt tatsächlich umfangreiche Verbesserungen, vor allem für den gehobenen Dienst der Gesundheits- und Pflegeberufe. Und ich denke, es sichert auch den Anschluss im europäischen Raum. Österreich ist sowieso schon Schlusslicht, wenn es jetzt darum geht, diesen Beruf zu akademisieren. Das ist dringend notwendig aus mehreren Gründen. Wir sind ein sehr ärztelastiges Land und wir brauchen eigentlich mehr Pflegepersonal und wir müssen dafür sorgen, dass die Kompetenzen, die das Pflegepersonal hat, dass sie diese Kompetenzen im Gesundheitswesen und in der Versorgung von Patientinnen auch einbringen können. Wir liegen auch da europaweit relativ weit hinten, was das Pflegepersonal betrifft. In Österreich kommen nur 7,6 Pflegepersonen auf 1000 Einwohner, während in der Schweiz sind es 15,2. Vielleicht können Sie mir auch ein bisschen zuhören, Frau Kollegin, ich habe Ihnen auch zugehört. Und ich denke, dass wir auch im Hinblick auf die Primärversorgung daran denken müssen, dass das Pflegepersonal eine tragende Rolle spielen wird und auch in Bezug auf seine Kompetenzen aufgewertet werden soll. Ja, das sind die positiven Aspekte und deswegen werden wir diesem Gesetz auch zustimmen und haben wir auch unsere Unterstützung gegeben. Wir haben aber auch Bedenken, nämlich Bedenken, dass diese Neuerung zu einem Einsparungsprogramm wird. Weil, das hat die Kollegin vor mir auch schon angesprochen, es natürlich so ist, dass die Gefahr besteht, dass jetzt kürzer ausgebildete Pflegepersonen, die daher auch billiger sind, vermehrt eingesetzt werden. Und ja, wir haben da auch bereits Meldungen vernommen aus den Medien, wo zum Beispiel die Vinzenz-Gruppe gesagt hat, von bisher 80% Diplomierten wollen sie auf 10% reduzieren. Wenn man sich das vorstellt, dass das wirklich eintritt, dann muss man auch damit rechnen, dass die Qualität der Versorgung nicht mehr gesichert ist. Abgesehen davon, dass das Pflegepersonal damit auch in massive Überforderungssituationen kommt. Wir wissen, dass in diesem Bereich Burnout und hohe Fluktuation auch ein Thema ist. Ja, wir stimmen deswegen zu, weil wir damit rechnen und zuversichtlich sind, dass es zu einem Personalschlüssel kommen muss und einem Skill and Grade Mix, der sicher den Anteil von Diplomierten und Pflegeassistenzpersonen sichert. Es wird dazu kommen müssen, wenn jetzt auch nicht gleich, dann doch in Zukunft. Unser Antrag wird sich auf jeden Fall in diese Richtung fokussieren. Dann auch noch zu dem zweiten Antrag, den wir zu dem zweiten Thema in unserem Antrag zu den MRT- und CT-Untersuchungen. Im Ausschussbericht wurde ja die Einrichtung einer Telefonhotline beschlossen. Uns geht das nicht weit genug. Wir haben alle gehört und jetzt immer wieder gelesen, dass es massive Versorgungsprobleme in diesem Bereich gibt. Viel zu lange Wartezeiten, vor allem für sehr schwerkranke Menschen, für Menschen, die unter Schmerzen leiden, für Krebskranke. Und wir haben auch festgestellt, dass viele Menschen, die nicht sehr lange auf eine solche Abklärungsuntersuchung warten können, dann Privatzahlungen leisten müssen in der Höhe bis zu 300 Euro und daher dann in die Privatinstitute gehen. Das ist Zweiklassenmedizin der schlimmsten Sorte. So möchten wir nicht, dass sich das Gesundheitswesen in Österreich entwickelt. Und deswegen stellen wir auch einen Antrag, diese Situation umgehend zu verbessern. Leider haben wir wenig Zeit, die anderen Punkte noch zu besprechen. Ich möchte schon auch noch sagen, dass ich sehr bedauerlich finde, dass meine Anträge, die Empfehlungen der Volksanwaltschaft betreffen, wieder abgelehnt werden. Wir haben da 2014 schon darauf hingewiesen, dass es Missstände gibt und die behoben werden sollten. Im Gesundheitsausschuss hat man sich schon entschlossen, diese Anträge wieder abzulehnen.
Ich bringe jetzt den Entschließungsantrag der Abgeordneten Eva Mückstein, Judith Schwendner, Karl Oellinger, Freundinnen und Freunde ein. Der Nationalrat möge beschließen, erstens, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat die gesetzlichen Grundlagen zur Beschlussfassung vorzulegen, die sicherstellen, dass es österreichweit künftig einheitliche Mindeststandards zum Personaleinsatz von diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Pflegefachassistentinnen und Pflegeassistentinnen gibt. Der Anteil der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen hat in Krankenanstalten mindestens 50% zu betragen, um die pflegerische Qualität sicherzustellen. Zweitens, Bundesministerin für Gesundheit und Frauen wird aufgefordert, dem Nationalrat ein Gesetz zur Beschlussfassung vorzulegen, das ein Auslaufen der einjährig ausgebildeten Pflegeassistenz bis 2020 vorsieht. Drittens, die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen wird ersucht, spätestens bis Ende 2016 mit allen dafür zuständigen Stellen Maßnahmen zu vereinbaren, die sicherstellen, dass die Wartezeiten der Patientinnen auf eine MRT- und CT-Untersuchung kürzer werden, sowie in medizinisch dringenden Fällen umgehend eine kassenfinanzierte, bildgebende Untersuchung ermöglicht wird, ohne Zuzahlungen leisten zu müssen. Danke. Die Neugestaltung der Ausbildung für Pflegeberufe werde sicherstellen, dass es auch künftig genug Pflegepersonal gebe, so Eva Mückstein, Gesundheitssprecherin der Grünen.